Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich bin hier mit meinem nagelneuen Auto, dem Tesla Model Y Performance, und zwar in Weiß aus Grünheide, Berlin-Brandenburg. Aus der neuen Fabrik bin ich einer der ersten Kunden mit einem weißen deutschen Tesla. Ja, ich freue mich sehr. No Flex. Heute geht es nur darum, euch mal kurz das Auto zu zeigen. Viele haben von euch gefragt, wann sehen wir denn dein neues Auto, lieber Nino? Hier ist es. Ich bin natürlich super happy, denn letzte Woche habe ich mein Model 3 bereits verkauft und war jetzt echt fast zwei Wochen ohne Auto und freue mich deswegen doppelt, dass ich endlich wieder nicht mehr Tesla los bin und nicht mehr Auto los bin. Der ÖPNV hat so lala funktioniert. Es gab einige tiefe Schattenseiten, wo es echt gar nicht funktioniert hat, und ein paar Fahrten haben tatsächlich auch wunderbar funktioniert. Aber ja, umso froher bin ich jetzt, dass ich jetzt wieder ein Auto habe. Tesla Model Y Performance in Weiß aus Berlin, Brandenburg. Grünheide. Eines der ersten Modelle. Seit ein paar Wochen werden die ersten weißen Performance an die Kunden übergeben. Und ich bin jetzt der Glückliche gewesen, der hier sein Auto gestern abholen durfte in Dortmund. Die Auslieferung selbst konnte ich halt leider nicht filmen. Tesla ist da sehr streng geworden. Mein Model S damals, 2017, habe ich noch die komplette Auslieferung gefilmt und wie Tesla mir das Auto erklärt hat und so weiter. Das ist jetzt alles nicht mehr möglich. Erstens die Auslieferung in 10 Minuten erledigt und zweitens darf man da halt einfach nicht fotografieren und vor allen Dingen nicht filmen. Ich als YouTuber sowieso nicht. Viele von euch haben gefragt, wann ich denn Auslieferungsvideo veröffentlichen werde. Damit also gar nicht. Aber ich war natürlich clever und ich sag mal, so ein iPhone fällt natürlich viel weniger auf als diese riesen Kamera, die ich hier gerade in der Hand halte, und habe einige Aufnahmen gemacht, auch aus dem Standort Dortmund und natürlich auch ja, im direkten Eindruck vor und nach der Auslieferung. Und diese Kurzclips findet ihr auf Instagram in meinen Stories, als auch hier auf YouTube in den Stories. YouTube hat ja auch eine Story-Funktion, das findet ihr, wenn ihr auf mein Profilbild in meinem Kanal klickt. Dort findet ihr diese Geschichte sozusagen noch ein paar Tage online. Wenn das dann rausgealtert ist und ihr dieses Video später seht, könnt ihr dann noch in den Instagram-Stories bei mir schauen. Dort habe ich sie als Highlights gespeichert. MYP heißt das Highlight. Und dort findet ihr die ganzen Stories rund um die Auslieferung und den Weg dahin und vor allen Dingen danach. Dieser Tesla ist ein Tesla Model Y Performance mit der Sportvariante, also sozusagen. Er hat große 21 Zoll Felgen, rote Bremssättel, also die Sportbremsanlage sozusagen, wobei sie, glaube ich, von der Bremsleistung her nicht besser ist am Long Range, aber es sieht auf jeden Fall cooler aus. Dann haben wir eine 2 cm tiefer gelegte Optik. Das unterscheidet das Auto von der Long Range Version und natürlich der Heckspoiler hinten aus Carbon, der besonders dem Weißen, finde ich, sehr gut steht. Ein Carbon-Spoiler unterstützt diese ganze Schwarz-Weiß-Optik, finde ich. Ne? Also gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn das Auto natürlich hinten so ein bisschen entenschnabeliger wird. Habe ich damals in meinem Tesla Model Y Performance Probefahrt-Video, was ich vor geschlagenen 2 Jahren gemacht habe, findet ihr unten nochmal verlinkt. Da habe ich Model Y Performance aus Amerika intensiv Probe gefahren. Das werde ich mit ihm natürlich auch nochmal machen bei Gelegenheit. Werdet ihr also ein weiteres Video sehen können, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr keine Videos. Ja, was gibt es noch zu sagen? Das Auto hat im Gegensatz zum Model 3, was ich davor hatte, getönte Heckscheiben, was ich auch richtig schön finde. Das sollte das Model 3 eigentlich auch haben, meines Erachtens. Ansonsten war es das eigentlich vom Außen, was die Performance-Variante angeht. Wir haben natürlich innen noch ein paar Merkmale. Zum Beispiel haben wir Sportpedale. Ja? Ich meine, ja, braucht man nicht unbedingt, ne? Aber ist schon ganz okay. Natürlich geht das Auto auch etwas schneller von 0 auf 100, nämlich in 3,7 Sekunden. Das ist auch eine ganze Ecke schneller als beim Long Range und er fährt 250 km/h Topspeed. Das werde ich natürlich auch mal probieren. Ja, ich kann euch nur sagen, dieses Auto hat vom Fahrwerk auch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Ich weiß es jetzt nicht im Vergleich zum Long Range, weil ich den nur ein paar Mal relativ kurz gefahren bin. Aber auf jeden Fall kommt es mir so vor, als wenn dieses Auto deutlich weniger empfindlich ist, was so Querrillen und so weiter angeht. Also nicht ganz so holprig ist. Und das, obwohl er diese niedrigen Querschnittsreifen drauf hat. Ne? Also ich bin sehr, sehr zufrieden bisher. Ich bin aber auch erst einen Tag gefahren. Also einen mittelfristigen Langzeitbericht, den bekommt ihr auch noch. Kommen wir zur Verarbeitungsqualität. Die ist, finde ich, Tesla-typisch. Also das, was ich an meinem China Model 3 vorher hatte, das finde ich jetzt hier auch wunderbar. Ich habe hier keine negativen Baltmaße oder Schäden oder irgendwo, wo ich denke, das passt nicht gut zusammen, gefunden. Ich bin damit bestens zufrieden. Ihr wisst,
wisst ja, ich bin kein Spaltmaß-Fetischist. Viele Grüße an Uwe Kröger. Für mich ist dieses Auto wunderbar. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Mattflap, ne? Da unten dieses Ding, das ist furchtbar hässlich, ne? Also das gehört auf jeden Fall abgeschraubt. Das werde ich auch noch machen, weil das mag zwar den Schmutz weghalten, aber es sieht schäbig aus. Eine Besonderheit hat dieses Auto aber, was bisher wohl ganz, ganz neu ist. Also in Dortmund sagte man mir, dass das eines der ersten 50 Autos ist, was das verbaut hat. Verbaut, in Anführungsstrichen. Nämlich ist das Auto mit einer Steinschlagschutzfolie ausgestattet, die jetzt hier die Kamera nur sehr schwer einfangen kann. Das ist hier im hinteren Bereich der Hecktür. Eine ziemlich dicke sogar auf beiden Seiten. Das ist wohl ganz neu. Das wird nicht ab Werk montiert, zumindest bisher nicht, sondern das ist erst im Service Center aufgeklebt worden, hat man mir gesagt. Das ist eine ganz neue, frische Änderung. Vom Innenraum alles sehr wertig. Es gibt eine Sache, die mir schon aufgefallen ist, dass die Mittelkonsole hier, die Mittelarmlehne, die war bei meinem Model 3 meines Erachtens, blieb die nicht so stehen. Also hier scheint die Feder, die das hochhält, verstärkt worden zu sein. Oder bei meinem Model 3 war es nicht ganz okay. Das hier fühlt sich deutlich leichtgängiger, flimsiger an. Irgendwie leichter, ne? Ich nehme an, wie gesagt, dass es die Federkraft ist. Funktioniert aber ansonsten wunderbar natürlich. Geht nur halt leichter auf. Ansonsten Premium-Konnektivität hat ein paar Stunden gedauert, bis die freigeschaltet war. Die ist jetzt aber da. Was ich noch habe, ist, dass mein Spotify-Login nicht funktioniert. Also ich habe keinen eigenen, sondern ich will den von Tesla nutzen. Beim Model 3 hatte ich dann so einen Button oder auch beim Model S, ne, so mit Tesla-Account anmelden. Ich habe aber schon gehört, einfach mal die MCU neu starten und dann ist es auch schon wohl möglich, sich dann mit Spotify anzumelden, nachdem das Premium-Paket freigeschaltet wurde. Apropos MCU, sie ist rasend schnell. Also das ist nochmal, also vom Model S zum Model 3 hatte ich ja schon einen Wahnsinnsumstieg von MCU 1 auf 2 und jetzt hier mit dem Ryzen-Prozessor, ne, das ist von AMD, das ist echt irre, das ist richtig schön schnell und auch wenn das normale schon völlig hinreichend ist, merkt man es dann doch. Ne? Also auch die Blinker, Spiegel, Kameras, die hier eingeblendet werden beim Blinken, ne? Das ist auch so sozusagen völlig ohne Verzögerung und da hat man schon manchmal so einen kleinen Ticken Verzögerung gehabt. Auch das Aktivieren der Heckkamera und so, das klappt alles sehr schön. Kann man also nur gratulieren, Tesla. Das ist auf jeden Fall cool, dass ihr da nochmal den nächsten Schritt gemacht habt. Kommen wir mal dazu, was noch so neu ist. Also bei den Sitzen, die sind wie gehabt sehr bequem, aber da gibt es eine Doppelnaht, die Flanken sozusagen verstärkt, den Sitz so ein bisschen den Bezug so ein bisschen stabiler macht und auch wertiger aussieht. Dann hat das Auto an der TÜV-Verkleidung tatsächlich ein anderes Material bekommen. Also hier unten ist es ein bisschen aufgeschäumt. Ne? Es fühlt sich etwas wertiger an, ist nicht mehr so Hartplastik. Hier drin ist ein Filz verbaut, verklebt. Fühlt sich sehr gut an und klappert alles nicht so. Dann haben wir tatsächlich außen auch noch ein paar Änderungen. Mal abgesehen vom Fahrwerk, was wie gesagt deutlich besser fährt als das Long-Range-Fahrwerk aus China, gibt es hier eine Änderung. Hier ist nämlich eine Dichtung jetzt drin, im Dreieckfenster hinten, im hinteren Teil. Das hat sich geändert. Lieben Dank auch an den Dominik, der mir ein kurzes Video gemacht hat. Der hat sich nämlich schon intensiv damit beschäftigt, was alles anders ist. Und das präsentiere ich euch hier gerade mal. Im Kofferraum ist natürlich auch, die kennt ihr schon, diese Hutablage ist drin, die sich relativ clever zur Seite ziehen lässt und auch nach hinten runterklappen lässt. Das muss ich aber ohne die Kamera nochmal üben. Ja, neu sind die Zugösen hinten tatsächlich und hier die Seitenverkleidungen sind neu, die sind anders. Also ich habe ja auf beiden Seiten Taschen, die sehr gut ausgeformt sind und ich glaube, das war hier auch aus einem anderen Material, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, was hat der Dominik noch gesagt? Das ist mir auch sofort aufgefallen. Die Heckklappe ist viel leiser als bei meinem Model 3 und vor allen Dingen auch Model S. Hier sind wohl andere Motoren drin, den Zug machen, hier auf beiden Seiten. Zwei dicke Rohre. Ich glaube, beim Model 3 hatte man nur einen auf der einen Seite und auf der anderen Seite war er dünner. Ja, das hört man jetzt auch. Es ist wirklich nur ein ganz leises Summen und dann ist das Ding zu. Ne? Also das ist kaum noch zu hören, das finde ich sehr gut. Dann ist der Center Speaker nicht mehr da, ne? Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Und es wurde eine andere Endstufe jetzt hier verbaut. Der Klang hat sich wohl ganz leicht geändert, wie mir Dominik sagt. Er ist ja der Hi-Fi-Spezialist von Custom Tesla und macht viel Dämmung und auch dickere Musikanlagen für Teslas. Da seht ihr dann auch in der StarTech Folge Nummer 6. Das dauert noch ein bisschen, bis die online kommt. Da seht ihr ihn dann auch, lernt ihn kennen. Und dann zeigen wir euch mal ein bisschen, was Custom Tesla so macht. Okay, aber das waren so die Änderungen am Tesla Model Y. Und ja, ich finde, ein geniales Auto. Preis ist leider jetzt gerade wieder angehoben worden. Ich habe noch den alten bekommen. Ich habe hier das Kennzeichen vom Model S wiederverwertet, was ich mir damals reservieren lassen habe. Das konnte ich jetzt wieder einsetzen. Das Model 3 hat ja weiße sozusagen WEI 33E. Und hier habe ich wieder den elektrischen V8. Ja, und wer mich schon eine Weile kennt, also vor allen Dingen meine Anfangszeit mit dem Model S 2017, beziehungsweise Anfang 2018, ne, so Kuchenbleche,
Also so riesen Kennzeichen gehen gar nicht, ne? Das Kennzeichen muss so klein und kurz wie möglich sein. Kürzer geht in Wuppertal leider nicht von der Anzahl der Buchstaben und Ziffern. Und natürlich ganz wichtig, diese ganze Plastikscheiße, die Tesla da verbaut, ne? Der Grundträger, dann noch der Rahmen für den Kennzeichenhalter, alles weg, habe ich hier mit prima doppelseitigem Klettklebeband festgemacht. War eine Empfehlung vom lieben Sören, schöne Grüße an Sören. Ist ein spezielles Paket von Amazon, verlinke ich unten in der Infobox. Wenn ihr das haben wollt, kann ich euch empfehlen. Wer mich kennt, weiß das, von damals vom Model S, 2017 habe ich das genauso gemacht. Und hier auch wieder, nur beim Model S musste damals die Frontschürze lackiert werden, weil die Löcher sehr weit außen waren. Von dem Grundträger, von dem Kennzeichenhalter. Und hier ist es so, dass die Schrauben ziemlich weit innen sitzen, dass also selbst dieses 40er Kennzeichen, also 40 cm Kennzeichen, die Schrauben locker abdeckt. Ne? Das hält bombenfest und ist auch dafür gemacht. Auch auf der Autobahn und so weiter fliegt euch das nicht weg. Und was man macht ist, auf lackierten Flächen hat man eine Folie, die klebt man auf, die man auch relativ leicht wieder lösen kann, wenn man das mal wieder rückbauen möchte. Die klebt man zuerst auf den Lack, den man natürlich gut reinigen muss. Dann klebt man auf diese Folie, klebt man dann eine Seite des Klettverschlusses, nämlich die Klettseite, und die flauschige Seite auf die Rückseite vom Kennzeichen. Und dann pappst du das einfach da dran und fertig. Ne? Und das hält wirklich bombenfest. Ne? Das ist hier ist richtig schön und sieht richtig sleek und clean aus. Das mag ich. Wenn ihr das haben wollt, unten der Amazon-Link, da könnt ihr das dann euch auch bestellen. Ist nicht teuer und lässt das Auto richtig schön aussehen. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ja, das wird es wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren, was euch so aufgefallen ist oder was ihr euch noch wünschen würdet, was dieses Auto anders machen sollte oder was Tesla ändern sollte an diesem Auto. Wie findet ihr es? Steht es nicht gerade in Weiß und als Performance? Finde ich, sieht es richtig, richtig schön aus. Also ich habe, finde ich, eine gute Wahl getroffen. Ich war jetzt nicht einer der allerersten. Das waren ja die Schwarzen. Sah auch geil aus, aber jetzt in Weiß. Als zweite Farbe finde ich ihn schon auch richtig schön. Also schön auf jeden Fall als Grau, Blau oder Rot. Rot würde mir auch noch gefallen. Aber bis die anderen Farben kommen, das dauert halt noch aus Berlin. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen gedulden. Aber ich kann euch so viel verraten. Den nächsten Model Y habe ich in Rot bestellt. Der ist schon in meinem Account. Okay, das soll es wieder gewesen sein. Lasst uns zusammen die Welt retten. Gerne mit tollen Neuigkeiten vom Tesla. Deutsches Elektroauto aus deutscher Produktion fördert deutsche Arbeitskräfte, den deutschen Finanzmarkt. Und ja, wenn ihr euch für einen Tesla entscheidet, warum nicht für einen Performance? Die kommen dann jetzt aus Grünheide und haben auf jeden Fall das bessere Fahrwerk. Und das will man vielleicht wirklich tatsächlich haben. Ja, also bis zum nächsten Mal. Euer Nino vom Lanzerblog. Macht's gut. Ciao, ciao. Leute, die jetzt gerne ein langes Kennzeichen nehmen, ne? Nichts gegen euch, ne? Aber mit so einem Kuchenblech kann mich echt nicht begeistern. Es muss kurz sein. Alles über 40 cm ist zu lang. Size does matter in dem Fall.